Okay, Leute, wir machen weiter hier bei Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Beim letzten Mal, wir sind gerade von Donovan zurückgekommen, reisen zu Henrys Haus, der ja scheinbar vermisst ist. Und hier sieht's irgendwie unordentlich, chaotisch aus. Eigentlich sagte noch was, aber Safe war gerade einfach zu voreilig. Ja, eigentlich sagt er hier, oh mein Gott, was die hier Alles wohl gesucht haben. umgeräumt. Die haben ja, was die, ja, befindet sich im Umzug. Wie, das kann ich nicht bewegen, du sollst das jetzt drücken. Ja, wir wissen jetzt schon, was wir tun. Genau, weil wir hatten gerade schon eine Aufnahme, die ging aber Zwischenfall. erst 3 Minuten. Und ich wurde von Skype angerufen, einfach nach Comfy. Dankeschön an dieser Stelle, echt, das hat mir total gut Das gefallen. Bild. Ach ja, richtig. Wir sind nicht wirklich weit gekommen, aber ist nicht schlimm. Dafür geht's jetzt schneller. Das stimmt, dafür seht ihr jetzt mehr. Genau. So, wir laufen schnell durch das Fenster. Wir machen jetzt holen so einen Schlüssel, holen ein Buch und wir wissen nicht, was wir mit dem Buch machen müssen. So sieht's aus. Benutze Klebeband mit Glas, weil wenn wir das Klebeband so verwenden wollen. Klebrig, geht Leute, nicht. es ist zu klebrig, ich krieg's nicht auf. Wir haben einen kleinen Schlüssel. Reisen wieder zu Henrys Haus. Und sorry, dass wir das alles hier gerade im Schnelldurchlauf machen, aber es gibt ja nicht wirklich was Interessantes. Die Pflanze ist im Weg. Ja, ich hab doch gesagt, nimm die Pflanze. Ja, Oh. du hast aber Tischsteak Ich angeklickt. hab schon wieder angeklickt. Ja, ihr hört's, immer noch dabei, Mexican Dake, und der wird mich bis Ja. zum Ende des Spiels begleiten. Richtig. Dadurch wird dieses Projekt nämlich erst zum Mini-Projekt, weil ohne ihn würde ich wahrscheinlich doppelt so viele Parts brauchen, wenn nicht dreimal so viel. Aha. So, wir nehmen das Buch mit, es ist ein altes Buch, und wenn wir uns das angucken, sagt er, das sieht Das so ist aus aus der wie das. Kindheit irgendwas. Genau, das sieht so aus wie das Tagebuch meines Vaters. Das habe ich in der Kindheit gemacht. Okay, wir reisen nach Venedig und wir haben jetzt etwas in 1,5 Minuten geschafft, was wir eben irgendwie in 3 hatten. Ja. Scheißegal. Okay, dafür haben wir die Rollenverteilung jetzt schon fest. Ich muss die Frau sprechen. Genau. Ah, Venedig. Woran werden wir Dr. Schneider erkennen, wenn wir sie sehen? Vielleicht kennt er uns. Dr. Jones? Ja. Ich wusste, dass Sie es sind. Sie haben Ihres Vaters Augen. Und meiner Mutter Ohren. Sie dürfen mit dem Rest machen, was Sie wollen. Und ich wette, er zwinkert ihr gerade so zu. So, weißt du, was ich will? Kleine. Es scheint so, als wären die besten Teile schon vergeben. Ich glaube, das ist eine Anspielung auf Indies bestes Stück. Was das ist, das könnt ihr euch selbst herleiten. Markus Brody? Ganz recht. Du meinst das rechte Ohr, oder? Dr. Elsa Schneider. Oh, was wissen Sie über das Verschwinden meines Vaters? Nicht viel. Wir arbeiteten gerade in der Bücherei, als es passierte. Ich führe Sie hin. Zirp. Warum geht ihr nicht ohne mich los? Okay. Klingt fair. Du musst lesen. Ja, ich werde eine ruhige Rundfahrt machen. Ja, ich war gerade. Na gut, Markus. Ich verschwinde. Tschüss, Leute. Ich gehe ans Saufen. So. Dr. Schneider, Sie führen, weil Indy meint gerade, Sie würden zum Tanzen gehen und ja, er lässt. Naja, gut. Wie weit gehen die nur ein paar Bücher lesen in der Bibliothek? Zu zweit in der dunklen Ecke. Dies ist die Bücherei. Sieht eher aus wie eine Kirche. Ganz bekannte Szene. Sie haben ganz recht, es war eine Kirche während der Kreuzzüge. Nun, kurz bevor ihr Vater verschwand, murmelte er etwas von römischen Ziffern. Er sagte, er hat überall nach ihnen gesucht, ohne Erfolg. Die Bücherei macht bald zu. Ich kläre mal, dass wir hier bleiben können. Dann können wir uns in Ruhe umsehen. Ja, das Idealbild von Frau. Entschuldigen Sie, mein Herr. Blonde Haare, hellhäutig, blaue Augen, hier zu erkennen an den kleinen schwarzen Pixeln im Gesicht. Entschuldigen Sie! Also, das ist nicht meine Idealvorstellung. Hallo Sie! Das war die Vorstellung einer ganz bestimmten Person, die später im Spiel auch noch auftauchen wird. Ich glaube nicht, dass er Schwierigkeiten macht, Dr. Schneider. Oder Snyder, glaube ich, heißt sie sogar, oder? Schneider, nö, ne, Schneider, normal. Ich meine, sie hieß Snyder im Film. Auf jeden Fall, was ich eben sagen wollte, Auch Schneider. Ich habe den Film letztens gesehen, das gestern. ist eine ganz bekannte Szene im Film. Diese Stempeln. Vielleicht, Erstmal brauchst du, ich weiß nicht, wie wir das machen wollen. Wollen wir das mit dem Doppeldecker fliegen machen oder nicht? selbstverständlich. Also ich glaube, es gibt zwei Bücher, die wir brauchen. Ja, aber es gibt eins, glaube ich. Es gibt Ja. mehrere, glaube ich. Also ich weiß von zwei, wenn ich mich recht entsinne.
Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob du mit die Zeppelin-Fahrt machen willst, weil die ist eigentlich lästig. Dann können wir theoretisch eigentlich mit dem Doppeldecker fliegen und dann ist das egal. Genau, also worauf der Eck anspielen will, es gibt, hier, seht ihr es, die römischen Ziffern. Ja. Der hat überall nach römischen Ziffern gesucht. Erstmal so viele Bücher. Genau, aber erstmal nehmen wir Das das. brauchst du, das will ich noch nicht machen. Wieso? Du weißt doch gar nicht, ob das der Punkt ist. Nö, aber ich könnte das ja trotzdem schon mal mitnehmen. Ach so, okay. Wir könnten aber, und damit seht ihr den ersten Verwendungszweck des Gral-Tagebuchs. Genau. Man beachte die Detailtreue in der Zeichnung des Schildes, des Teil darüber und der Engel. Der seltsame Text darunter hat anscheinend etwas mit römischen Ziffern zu tun. Willst du hinein? Folge dem zweiten von rechts. Ja, was das heißt? Genau nach diesem Fenster müssen wir Ausschau halten. Zwei Engel, Schilde, Gral, Gral, Gral. Ja. Nein, das ist es, oder? Schau dir das nochmal an, das Moment, Bild. ich glaube, das ist es tatsächlich schon. Ja? Dann, Doch, genau das ist es. ja gut, aber dann hol erstmal die Bücher. Ja, Dann ist klar. das schon. Gut, wir wissen auf jeden Fall, was es ist und folge dem zweiten von rechts. Ja, nicht die Plakate lesen. Das ist, weiß ich nicht. Wie das eine Buch, was wir suchen, aussieht, weiß ich noch. Das ist nämlich in einer Reihe von ganz dünnen Büchern. Und bei dem Buch handelt es sich um eine Betriebsanleitung für einen Doppeldecker. Ja, das ist das, damit kann man sich ein bisschen das Spiel vereinfachen, sag ich mal. Ja, es ist ja nicht zwingend vereinfachen. Du kannst ja auch direkt abgeschlossen. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, ein Ziel zu erreichen. Alle Wege führen bekanntlich nach Rom. Und sobald sich unten bei Was ist Bücher der Schriftzug verändert in Was ist Buch, wissen wir schon mal, dass wir ein Buch haben, was wir benötigen. Da war doch, glaube ich, gerade Buch. Echt? Hä? Ne, Ich da nicht. meine Okay, da nicht. nicht. Ne, ja, ich bin gerade so. Ja, kann sich als sehr lastiges Unterfangen erweisen, aber muss leider gemacht werden. Irgendwie sehen die Sachen nicht alle gleich aus, die Übrigens Räume, seht ihr also. hier auch mal die Unterschiede zum Beispiel, wenn ihr hier guckt. Jetzt ist hier oben zum Beispiel kein Gral, jetzt ist hier ein Kopf von dem Ah, christlichen. okay. Daher das Gral-Tagebuch. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ich meine, es wäre auch irgendwo in der mittleren Reihe. Also es ist ewig her, dass ich dieses Spiel damals gespielt habe. Und leider gibt es echt keine andere Möglichkeit, oder mir ist keine andere Möglichkeit bekannt, so an das Buch zu kommen, weil ich glaube, der Typ da vorne, der den ganzen Tag am Stempeln ist, der hat tatsächlich keine andere Beschäftigung, außer irgendwie mit einem Stempel auf Bücher zu kloppen. Wie gesagt, du brauchst einmal dieses eine und du brauchst, glaube ich, noch ein Buch, das so eine Karte ist für Ich weiß es den gerade gar nicht, ob Kunde. es hier sogar das Hitler-Tagebuch noch gibt. Ja, Das gab's, glaube ich, auch noch. hier seht ihr den Unterschied schon wieder, Ja, wie. da gucken die Engel anders. Ja. Genau, das wollte ich mich gerade sagen. So, ich glaube, ich habe keine Ahnung. Also ich glaube das nicht, da bin ich mir recht sicher, aber. Bücher, Bücher, Bücher. So ähnlich sah es jedenfalls auf. Auf, genau. So sah das auf. War au etwas aufsehen. Ach, ich muss nicht noch mehr Unsinn reden, als ich eh schon mache. Schön, mich auf deine Zustimmung stoße. Hier hängt ein Schwert im Schild. Also es ist wirklich. Moment, ich glaube, das ist es. Es ist wirklich. Man muss drauf aufpassen, was man da benutzt. Und ich werde euch gleich zeigen, was ich meine. Ich werde auch mal bewusst das Falsche verwenden. Genau. Damit ihr seht, was das für einen Effekt hat, wenn es Aber falsch ist. erstmal Bücher. Ja, tut mir leid, dass wir euch das da nicht ersparen können, aber das gehört leider dazu. Richtig. Ja, wir müssen vorne lang, denke ich. So, mal schauen, vielleicht hier. Bücher, Bücher. Ah, hier ist es. Hier ist eins auf jeden Fall. Da ist es zum Beispiel. Das hatte ich gemeint. Das ist das. Drei Bücher brauchen wir, drei insgesamt. Oder Drei. Hitler-Tagebuch brauchen wir nicht unbedingt. Moment. Ich weiß nur von zwei Büchern. Ja, es gibt einmal ein Katakombenbuch, was unten, weil du gehst ja in die Katakomben gleich rein und dafür gibt es dann ein Buch, das so als Karte fungiert, damit du Nimm Buch. weißt, was Das heißt, so fliegt man einen Doppeldecker. abgehst. Genau, das ist das erste Buch, was wir brauchen. Wir können uns das kurz angucken. Werden aber erst später Du im Spiel. brauchst, ja. Das heißt, so fliegt man. Ja, dann. Das ist Ja. dann sehr hilfreich später. So. APU einschalten, Schalter L. Also, sollte man sich auf jeden Fall merken. Ja. Muss jetzt nicht so sein. Wenn das soweit ist, dann werden wir da auch nochmal drauf eingehen. Aber bis dahin seht ihr Genau. schon, dass es ziemlich komplex ist, wenn man das Buch nicht hat. Und es ist dann alles zeitlich getrimmt nachher. Aber das seht ihr, seht ihr, seht ihr.
Und ja. Zu Ehren von Indiana Jones habe ich mir nämlich gerade eine Zigarette angemacht. Bist du dumm oder Da, was? Da, das Buch. da wäre wieder ein Buch. Ich habe es genau gesehen. Ja, gut, das ist offensichtlich erkennbar. Du musst immer mit was ist, glaube ich, oder? Die gesamten Werke berühmter Diktatoren. Ja, dann nimm's halt. Naja, du musst mit was ist, oder? Ne, doch, jetzt geht's. So, es ist die Biografie über Hitler. Genau, das war das Hitler-Tagebuch. Ich denke, mehr brauchen wir nicht Doch, wirklich. doch, du brauchst noch die Karte von den Katakomben. Bist du dir sicher, dass es die hier gibt? Ja. Gut, Vertrau mir, vertrau mir. ich habe dieses Buch. Leute, merkt euch, ich hatte gesagt, vertrau mir. Ich hatte dieses Buch nie. Es hilft dir halt, wenn du in der Katakomben bist und zu wissen, wo du lang warst. Wenn ich mich recht entsinne. Ich habe mich auch ab und zu schon mal geirrt, auch Gut, dann als ich gehen wir besser bei zurück. Drago aufgenommen habe. Ich gehe zurück. Nicht, dass ich dir nicht vertraue, aber ich meine, die Katakomben sind nicht so komplex. Na gut, okay. Falls es so sein sollte, Leute, und ihr wollt das Spiel selber spielen, guckt mal nach. Vielleicht kann mir das auch einer in den Comments schreiben, ob es dieses Buch wirklich gibt oder ob Dake einfach nur sagt, nee, nee, es gibt's eigentlich gar nicht. Ich wollte mal Wie du gucken. mir nicht glaubst, allein Doch, das doch, schon. doch. Ja, und im Graal-Tagebuch stand es, folge dem zweiten von rechts. Was das zu bedeuten hat, ich gucke mir das jetzt gerade nochmal an, ob die Das im ist es. Graal-Tagebuch auch zueinander gucken. Ja, so ist es. Willst du hinein? Folge dem zweiten von rechts. Heißt so viel wie, wir schauen uns die rechte Tafel an. Ja, schaue Inschrift. Jemand hat Zahlen in den Stein gehauen. 2, 3, 9. Das zweite von rechts ist jetzt die 3. Und wir benutzen bewusst mal was Falsches. Wir benutzen den Metallpfosten, nämlich mit der Platte 5. Indy guckt sich um. Hey, was machen Sie da? Ja, er schmeißt es einfach weg. Was war das für ein Krach? Oh, das bist du. Bleiben Sie stehen! Ja. Italiener, so Mussolini, Ja, und ihr seht, Freund. hier geht's nicht weiter. Wir Ja? sind falsch. Irgendwie vermute ich, dass das die falsche Platte war. Und wenn wir rausgehen. Sie kommen jetzt brav mit. Ich habe eine Knarre und Sie nicht. Ja, werden wir nach draußen geschickt. Aber wir wissen, was richtig ist. Deshalb gehen wir wieder rein. Und ich weiß gar nicht, ja. Wir haben jetzt auch die Kordel und den Pfosten nicht mehr, oder diesen Pfeiler. Den können wir uns aber holen. Wir haben das Glück, dass es sich hier direkt im ersten Raum befindet. Gut, die Kordel haben wir irgendwie noch, glaube Die ich. auch schnell eben eine neue Platte reingesetzt haben. Ja, das haben wir gerade auch gemacht in der Zeit, wo wir draußen waren, ganz klar. So, holt neue Platten, da hat einer was wieder kaputt gemacht. Dafür haben die ihre eigenen Leute. Ja. Plattenrestaurierer. Gut, und wir benutzen Plattenleger. diesmal. Ja, italienische Plattenleger. Okay, und diesmal benutzen wir hoffentlich das Richtige, nämlich den Metallpfosten mit der Platte 3. Ja, und wenn wir das dreimal falsch machen würden, würden wir hier ein Problem haben. Da kämen wir hier nämlich nicht mehr rein. Und ich glaube sogar, das Spiel wäre vorzeitig beendet. Oh, okay. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Wenn ich mich nicht stark täusche, dann ist das so. Der Dialog müsste sich jetzt auch ändern von dem. Ja, Nicht genau. schon wieder. Von dem Nazi dort. Wieder, bleiben Sie stehen. Ich glaube, es ist ja jener noch, oder? Zu der Zeit. Ich weiß es gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Ja, auf jeden Fall war es richtig. Ihr seht's. Wir befinden uns in den Katakomben von Venedig. Wofür ist Venedig sonst bekannt? Außer für die Gondeln und. Naja, ist Für egal. die ganzen Totenköpfe an der Wand. Klar. Gendi. Natürlich. Oh, guck mal auf Uhr. Guck mal auf Uhr. Würde mal wieder. Dakes Venedig-Urlaub endete in einem Museum mit Totenköpfen an der Wand. Aber gut, da gehen wir beim nächsten Mal drauf ein, wenn ich es bis dahin nicht Genau. vergessen habe. Leute, ich sage danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi. Ich mache genau 14 Minuten.